Und damit herzlich willkommen in einer neuen Woche bei den Farming Nerds in Cornwall. Was für ein schönes Wetter haben wir uns ausgesucht. Guckt mal da oben rechts, die Sonne lacht. Herrlich. Und wir sind bei Bonkers im Büro. Warum sind wir bei Bonkers im Büro? Weiß ich nicht. Fragen wir gleich. Jetzt sagen wir erstmal Tag in dieser Woche mit dabei. Hi, die Bonkers und der Tobi. Hi. Hi. Hallo. So, jetzt nochmal die Frage. Warum sind wir bei dir im Büro? Wir müssen besprechen, was wir die Woche machen. Und das machen wir bei uns, bei mir im Büro. Aha, na denn. Dann besprecht mal. Fangt mal an. Heidi? Was? Hä? Was ich mache? Ja, was machen wir diese Woche? Was machen wir diese Woche? Raus mit der Sprache. Ich muss noch Pellets pressen. Dann habe ich 4 leere Felder abgeerntet, die muss ich neu bestücken. Dann habe ich Gras gemäht, da wollte ich mal Silageballen draus machen. Dann muss ich nach die Hühner gucken. Wir haben ja die ganz viel letzte Woche bei dir gemacht und deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen. Und wir könnten theoretisch auch mal zu mir gehen. Das stimmt. Ich hab neu gebaut. Stimmt, dann, dich müssen wir nachher auch noch besuchen. Du hast ja eine neue Halle gebaut und ganz umfangreiche Erdarbeiten hat sie gemacht. Also was war sie fleißig wieder? Ach, was war sie fleißig. Ja. Ja. Kollege Bonkers, was steht bei dir diese Woche an? Kartoffeln. Ich mache jetzt noch den Rest der Kartoffeln auf mein Feld und dann warte ich, bis alles gleichmäßig gewachsen ist. Und dann werde ich die Kartoffeln wieder runternehmen vom Feld. Da schon mal zur Info. Anderthalb Felder waren ja schon fertig. Flo und ich sind schnell noch drüber gefetzt und haben was gegen das Unkraut getan. Vielen Dank. Ich kann hier gar nicht springen. Warte. Ja, vielen Dank. Ja, und bei mir war ja die große Maiskampagne. Mittlerweile ist der Mais in der BGA angekommen, beziehungsweise das Häckselgut. Und ich glaube, es ist sogar schon fertig mit Silieren. Das waren irgendwas mit 3,9 Millionen Liter hinterher. Oh mein das Gott. War jetzt nicht wenig. Damit will ich mal die BGA beschicken. Und zwischendurch. Ganz viele Kaffeebecher. Genau. Jetzt zwischendurch mache ich mal wieder eine Runde Soja auf meine Felder. Dann habe ich ja aus Versehen auf einem Feld ein Haus gebaut. Da ist jetzt irgendwie ein Loch auf dem Feld. Das muss ich auch noch wegarbeiten und wieder Acker draus machen. Und ja, so ist viel zu tun. Aber ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Wir gucken mal bei Heidi vorbei. Allerdings, wir müssen jetzt erstmal aufklären, wo überhaupt dein Büro ist. Ne? Willst du mal vorgehen? Kann ich machen. Und den Leuten, mir wird schon wieder entschwindelig, wenn ich nur drüber nachdenke. Los, Heidi, hinterher. Weil du keine Treppen sehen kannst, ich weiß. Mir wird von Treppen immer ganz oll. Ich habe mein Haus auf einem Hügel verwirklicht. Das ist, wenn man zu breite Schultern hat, wa? Komm auch nicht raus. Aha, jetzt bin ich im Schlafzimmer. Hallo. Hallo, raus aus dem Schlafzimmer, da habe ich nicht aufgeräumt. Denn wenn man hier rauskommt, dann kriegt man. Hau doch mal ab da. Geht nicht. Haben wir's bei? Das sieht aus. Okay. Guckt man sich das mal an, wo der Kollege sein Haus gebaut hat. Das ist nichts für schwache Nerven hier. Ich finde es hier sehr romantisch. Ja, super. Ich würde mir in die Hose machen und zwar ständig. Falls ihr morgens immer so einen Schrei gehört habt über Cornau, das war ich. Ja, auf dem Weg zur Arbeit. Aber mittlerweile geht's, weil die Stimme versagt hat. Der Schrei. Wo ist eigentlich? Es ist bloß noch ein Hauchen. Wo ist eigentlich die steilste Ecke von dem Berg hier? Vor dir, da auf der anderen Seite vom Haus. Ja, dann würde ich mal sagen, dann machen wir uns mal schnell auf den Weg nach unten, ne? Fahrstuhl Richtung Hof. Warte. Was? Wo bist du? Komm, springt mit mir zusammen. Wo bist du denn? Hier. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Nein, dann los. Mit Anlauf. 1, 2, 3. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen. Aua. Aber es läuft sich ganz gut. Ja, so bergab. Bis zum Funkmast wahrscheinlich, ja? Erster. Aua. Funkmast. Oh, ich hätte schneller laufen müssen. Aha. Ich bin langsam gelaufen. Aha, oh, da steht ja was zum Nachhausefahren, das ist ja toll. Ja. Zack, zack. Aber da hinten steht ja auch der Unimog. Der Unimog. Das ist meiner. Aber den kannst du gerne benutzen. Juti, dann treffen wir uns gleich alle bei Heidi auf dem Hof, ja? Einverstanden. Okidoki, dann machen wir heute mal so eine Rundreisenfolge. Ich fahre jetzt erstmal das Ding wieder zurück zum Hof, was der Herr Bonkers sich ausgeliehen hat. Ja. Kann man nicht machen hier. Erster. Wo bist du denn? Bei dir auf dem Hof. Naja, sehr. Und? Ihr seid ja witzig. Und? Sollen wir es jetzt sagen? Warte. Oh, ich sehe sie. Ich stecke im Busch fest. Busch? Ja. Oh, ist das deine neue Halle?
Das ist meine neue Halle. Mint oder Türkis? Oh, jetzt geht's los. Was ist das für eine Farbe? Aquamarin. Was? Aquamarin? Ich finde eher Petrol. Oh ja, Petrol ist auch schön. Ja, das ist nämlich das Dumme bei diesen Farben, dass man nicht, dass jeder die irgendwie anders sieht. Also, du siehst wahrscheinlich eine leicht andere Farbe als ich. Ganz ehrlich, Aquamarin habe ich mir nur ausgedacht. Echt? Mhm. Ich habe mir Petrol nicht ausgedacht. Ich weiß. Petrol passt doch viel besser. Aquamarin ist nämlich ein Schmuckstein. Echt jetzt? Mhm. Hast du von Juvelo? Ich musste mal schnell goggeln. Achso. Ich habe gedacht, oh Gott. Siri läuft immer mit, weißt du, um das zu verifizieren. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt hast du was rausgehauen, wer weiß was. Also. Nee, ah. Petrol, genau. Petrol. Genau, und das Schöne ist, ich kann hinten reinfahren und vorne wieder. Ah. Außer bei den anderen beiden nicht, aber da kannst du hinten reinfahren und kannst dann eben ein bisschen umlenken und die Halle ist schön groß zum innen drin wenden quasi. Das stimmt. Kannst ein Rennen in der Halle fahren. Wenn Tobi das nur sehen könnte. Genau, und dann haben wir so hinten hier so ein bisschen Bäumchen und so. Der muss ja erstmal den LKW wieder zurück auf den Hof fahren. Ja, weil du ihn da stehen lassen hast. Ja. Ich bin aber auch, also ich räume meinen Scheiß immer hin, irgendwo, unglaublich. Ja. So, aber... Ja, könnten wir mal gucken, dass wir vielleicht die Mauer weiterbauen, wenn wir Lust haben. Die Mauer weiß muss ich noch, weg, was? Dann habe ich hier so ein kleines Silo noch hingestellt. Das hat doch Honecker auch gesagt. Die Mauer muss weg. Nee, können wir mal gucken, ob wir die Mauer weiterbauen, wenn wir Lust haben. Ja, genau. Und dann war aber schon 89 und dann, naja, hat sie es erledigt. Hat sich das erledigt, ja. Und dann, genau, hier so ein kleines Silo für eigentlich hauptsächlich Weizen, für wenn die Hühner Hunger haben. Hörst du jetzt auf? Was ist das Tor auf? Ach, die Tür. Was macht ihr denn da? Ich komme nicht durch die Tür. Ich sehe, was Tobi macht. Ach, Mann. Hey, du. Hinter dir. Ah. Guck mal, das ist so ja ein Mülleimer. War schon ein bisschen erschreckend. Aber ist doch... Da hat schon jemand was aufgekrickelt. Was? Auf Mülleimer? Ist doch anfänglich mal gar nicht so unhübsch, oder? Ne, und ich habe hinten auch schon ein... Gucke? Ja, Eva steht da. Was? Eva. Und hinten, wie gesagt, ein bisschen Bäumchen schon gestellt. 1, 2, 5. Echt jetzt? Ja. Oh, ja, stimmt. Schick. Ich habe... Oh. Schick. Bisschen Gras dazu gemacht. Der steht natürlich blöd hier, ne? Das wäre die Abfahrt gewesen, dann hintenrum zum Feld. Hätte man. Bonkers? Der ja. Oh. Der hier? Ja, wenn man das hier noch so eine Rampe reinsetzt. Na, aber kann man die nicht dran vorbei machen? Wenn man ja, jetzt kann man. Eine Rampe, dann hier so durch. Kann man. An sowas habe ich gar nicht gedacht, siehst du? Das ist doch nicht schlimm. Machst du mir da nur eine Rampe hin? Na klar. Rampi, Rampi. Bevor ich jetzt selber experimentiere, das wird dann wieder nichts. Bin gleich wieder da. So. Also mir gefällt. Mir auch. Ich finde auch, ja. Die Halle ist schön zum Rein und Raus und aber auch... Ja. Wirklich, gefällt mir. Na Juti, ich mach mich dann mal... was wäre denn bei dir auf dem Hof zu tun? Na, ich gehe jetzt hinten wieder auf Feld... Warte. 63, so, 64. Auf muss Feld? Ein bisschen Holz nachlegen. Ja, bitte. Feld 65. Ach hier, das andere da hinten, wo der Pelletmaker steht. Genau, da mache ich jetzt Pellets weiter. Mhm. Und fahr die ab. Und dann wollte ich vorne noch Silageballen pressen. Ja. Erst muss ich ja pressen, dann muss ich wickeln, ne? Ja. Und dann muss ich halt alles wieder neu bestücken. Aber ich würde jetzt erstmal ganz entspannt hier die Pellets weitermachen. Ich habe bloß nicht viel Zeit wie jemand anders diese Woche.
Okidoki, weil ich würde jetzt erstmal ganz schnell die BGA befüllen und dann stände ich zur Verfügung. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Ja, ganze und Woche immer Aufgaben. Bonkers will ja erstmal sein Dings fertig machen. Der kann ja die Kartoffeln zu Ende säen. Ja. Und dann treffen wir uns nachher hier wieder, beziehungsweise, wenn ich mal auf die Uhr gucke, in der Dienstagsfolge. Ja, und wir müssten vor allem auch mal gucken, ob der Hof von Flo noch irgendwas. Also, ich habe mit ihm geschrieben. Er meinte, es ist alles in Ordnung, es sollte nichts gemacht werden. Wir gucken, ob wir was in Unordnung bringen können. In Unordnung, mein In Gott. un Ach so, ja, nee, da bist du ja für zuständig, ne? Ja. Ich ja. Jutti, dann bin ich mal ganz kurz an der BGA, damit ich die noch vollschaufeln kann. Aber wo ich schon mal hier bin. Denn die ist schon wieder leer. Ich hab's doch geahnt. Wieso, was willst du denn machen? Das hier wird nicht. Was jetzt nicht? Ich sehe auf meiner Karte tatsächlich nicht eine Zugmaschine. Es sind immer nur die Anhänger zu sehen. Ich darf jetzt von Vorderau bis nach Hause laufen. Ja, dann mach mal. Mike auch. Heute. Du kannst höchstens hier hinten mein Dings nehmen, meinen Jeep. Ja, bin schon losgelaufen. Ich Kannst du? glaube, damit bin ich auch nicht schneller. Außerdem, guck doch mal, an der BGA müsste doch noch der Klaas stehen. Guck mal, ob du in den reinhüpfen kannst. Der Bagger? Der Radler, der? Nee, der im Radlader bin ich selber drin. Was steht denn an der BGA? Noch ein Klaas, ein anderer. Ist voll komisch. Hier liegt Silage rum, die ich nicht aufnehmen kann. Bei Heidi? Nee, bei mir. Bei Heidi liegt auch was rum. Die ist wie Stein. Das sind aber. Was? Wieso liegt bei mir was rum? Meinst du vorne? Das ist krass, oder was? Ja, da liegt irgendwie so Häckselgut rum oder sowas. Nee, das sind die Heupellets. Warum hast du die da hingelegt? Das möchtest du nicht wissen. Weil die keiner will. Wenn ich die auch hingelegt. Und da habe ich die einfach dahin geschüttet. Oh, ernsthaft? Da oben ist die BGA. Zum Breittreten. Und ich habe mir gerade neue Schuhe gekauft. Wird wohl, hätte wohl Doppelpack bei dir gemacht. Ist ganz komisch. Die Reste hier, ich kann das nicht aufnehmen. Na gut. Soll ich mal was sagen, was mir aufgefallen ist? Hä? Was ist denn? Ist egal, also ich warte jetzt eure Antwort auch nicht mehr ab. Ganz plötzlich haben alle Leute in Berlin Masken auf. Ach echt? Alle Angst vor Corona. Ja, die gibt's ja nicht. Einer hat sogar eine Maske. Den sehe ich jeden Morgen im Bus. Der Typ. Corona-Lüge steht auf der Maske. Ja, ist doch super. Ist mir egal, was da drauf steht, ehrlich gesagt. Ich fand's nur ironisch, aber wie ist er dann Maske auf? Ich wollte mal sagen, Hauptsache er hat Naja, das Scheißding auf. vielleicht meint er das aber auch wirklich ironisch. Also vielleicht. Nee, der sieht so aus, also wie das Ach so. Klientel, das es ernst meint. Ach du. Ah. Entschuldigt bitte. Gar kein Problem, kein Grund zur Ursache. Siehst du das braune Zeug? Was da noch liegt? Ich will ja nicht wissen, was es ist. Die Das voll riecht schon so. Teufel. Pfui, Deibel. Was halt komisch ist, du kannst in dem gesamten Dingens kannst du nichts ablegen, ne? Was kannst du wohl nicht ablegen? Hier, ich kann hier kein grünes Zeug mehr ablegen. Okay. Weil der Bunker scheinbar noch. Aktiv ist, oder wann? Warte mal. So, hier vor dem Bunker kann ich es hinlegen. Hä? Ah. Was sagt er? Füllstand 37.000 Liter. Ja, und wie kriege ich die da jetzt raus? Oh Gott, was ist das denn für ein LKW? Oh mein Gott. Ich hoffe, das Kinder hier sehen. Stimmt nicht. Aber ihr hört haben mit einen hier.
Ich glaube, ich mache Potsdam. Alter, was ist das denn? Wie... Habe ich jetzt. Was denn jetzt schon wieder? Ja, ich weiß nicht, was er hat. Das war es aber schon wieder für diesen Montag. Ist ja seltsam. Was ist denn bei dir passiert? Bei mir? Ja. Ich bin, irgendwie hat mir jemand den Glas umgeschubst. Komme. Wer macht denn sowas? Nee, ich bin schon wieder upright. Achso, na dann war's das für diesen Montag bei den Farming Nerds. Wir sehen uns morgen wieder. Dann gibt's noch ein bisschen in der BGA rund und danach fahren wir oben bei der Heidi ein bisschen auf den Feldern rum, ihr Gurke. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Liebe Grüße gehen raus an den Flo, natürlich auch an alle, die wieder mal heute dabei waren, an euch. Und das YouTube-Impressum hat heute die Heidi für euch. Also, wartet, ich muss anhalten, sonst kann ich nicht. Ach du Scheiße, das dauert länger. Naja, aber die haben gesagt, nicht fahren und reden, das geht nicht. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Macht ein Abo, und um darüber informiert zu werden, wenn wir wieder was Neues am Start haben, drückt die Glocke. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch kommentieren. Aber nur, wenn ihr wollt. Und richtig. Liebe kommentieren. Und lieb sein, ja. Genau. Denn wer pflücken will, muss freundlich sein. Genau, denn außer, ich meine, wir nehmen auch konstruktive Kritik entgegen. Wir können nur, zwar wenn sie gut umgehen, ist. Aber wir nehmen sie erstmal entgegen. Genau. Und warum? Die nimmt Heidi entgegen, ich kann das nicht. Ich nehme sie entgegen. Okay, lieben. Die Farming Nerds haben euch lieb. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.